Es soll heute um die Reihe minus 1 hoch n durch n gehen, also minus 1 plus 1/2, minus 1/3 plus 1/4, minus 1/5 plus 1/6 und so weiter. Und ich werde jetzt auf diese Reihe das Kommutativgesetz anwenden, werde ganz bestimmte Dinge damit machen und dann werden wir uns überlegen, was da genau passiert. Das Erste, was ich mache, ist, ich ignoriere den ersten Summanden. Das ist egal, den können wir nachher wieder dazu nehmen. Also den hier, den, wir tun jetzt so, als hätten wir den vergessen. Es ist klar, wenn ich den vergesse, dann geht das gegen minus ln 2 plus 1. Hat aber seinen Grund, warum ich den Summanden erstmal weglasse. So, und das nächste, was ich mache, ich wende das Kommutativgesetz auf diese beiden Elemente an. Ich vertausche das. Also das heißt, das muss ja das gleiche sein wie 1/2. Jetzt wende ich das Kommutativgesetz an. Plus 1/4. Und das plus 1/4, das schreibe ich jetzt gar nicht nach hier, sondern das schreibe ich irgendwo ans Ende der Zeile, wo auch immer das Ende der Zeile ist, ja. Also hier plus 1/4 und dann rechne ich das minus 1/3. Gut. So, das heißt, ich habe jetzt die beiden vertauscht. Jetzt als nächstes nehme ich nicht das Fünftel. Das Fünftel, das vergessen wir mal, das schreibe ich direkt nach hier unten. Oder wir vergessen es nicht, ich schreibe es nach hier. Und hier an der Stelle, also hier ist so eine geistige Grenze. Und links von dieser geistigen Grenze schreibe ich nur positive Zahlen hin. Und rechts von der geistigen Grenze nur negative. Aber wir sehen ja, minus 1 plus 1/2, minus 1/3 plus 1/4, minus 1/5 plus 1/6 und so weiter. Das heißt, ich habe hier jetzt minus 1/2, minus 1/3, minus 1/5, kommt hier minus 1/7 und so weiter. Also hier schreibe ich die ganzen Negativen hin und hier jetzt positive. Jetzt die nächste positive, 1/2, 1/4, die nächste positive Zahl ist, also positive Zahl in dieser Reihe ist 1/6. 1/6 plus 1/8 plus 1/10 plus 1/12 plus 1/14 plus 1/16. Also ich habe jetzt quasi das Fünftel ganz, ganz weit nach hinten vertauscht. Das ist so bis zum Sech bis hinter die 16 gerückt. Und alle positiven habe ich vorgelassen, die negativen nicht. Vielleicht muss ich jetzt mal schauen, wo hier etwa die Mitte ist. Die ist etwa hier. Also schreibe ich jetzt hier 1/12 plus 1/14 plus 1/16. So, jetzt wie lautet die nächste positive Zahl, die hier kommt? Das ist dann ein Achtel. Ja, sehr gut, ein Achtzehntel. Das geht ein Achtzehntel plus ein Zwanzigstel plus. Und hier am Ende soll jetzt ein 64 stehen. Und ich berichte einfach Kraft höherer Weisheit. Es gibt hier eine Mitte. Die Mitte, die werde ich einfach mal markieren. Also die Mitte, die ist hier. So, diese hier ist die Mitte etwa. Das ist die Mitte. Und irgendwann mal kommt hier ein 40. Hier kommt ein 42. Ein 44. Und so weiter bis ein 64. Dann habe ich hier genauso viele Summanden wie hier. Wie finde ich das raus? Und das ist ganz einfach. Ich habe hier ein 64. stehen und hier ein 18. Überlege ich mir, welche Zahl steht da in der Mitte zwischen 18 und 64. Dann rechne ich 18 plus 64 halbe. Und was kriege ich da raus? Kriege ich 82 halbe, also 41 raus. Also die Mitte ist irgendwie 41 zwischen den 18 und den 64. Und die 41, die will ich ja aber nicht haben, weil die ungerade ist. Die kommt ja dann hier irgendwo. Also schreibe ich hier 40, 42 und so weiter. Ja, und das kann ich doch gleich weitermachen, wo es doch so schön funktioniert. Das heißt, ich mache jetzt hier plus 1/66 plus 1/68. Addiere hier wieder ganz, ganz viele. Und hier soll die nächste Viererpotenz kommen. 1 durch 256 minus 1 Neuntel. So, ich habe schon erwähnt, dass die Reihe, die ich jetzt aufschreiben werde, viel größer werden wird. Was aber nicht daran liegt, dass sie größer ist, sondern nur, dass ich einfach, um Verständnis dafür zu wecken, was ich sagen will, weil ich da mehr Platz brauche. Ja, jetzt geht es weiter mit 1. Jetzt möchte ich wissen, was ist hier in der Mitte? Was sind hier in der Mitte die beiden Zahlen? Dann müssen Sie wieder die beiden hier addieren, durch 2 teilen und 1 abziehen.
Da kommen Sie genau auf 1 durch 160. Vielleicht fällt Ihnen bei diesen mittleren Zahlen auch etwas auf. 1 durch 162. Vielleicht fällt Ihnen auch noch nichts auf. Dann zähle ich einfach mal weiter. Das heißt, ich komme jetzt hier zu 1 durch 258 plus ganz, ganz viele. Und welche Zahl steht denn hier jetzt am Ende? 1024. Sehr gut. Wie sind Sie drauf gekommen? 4 hoch 5. Sehr gut. 4 hoch 1, 4 hoch 2, 4 hoch 3, 4 hoch 4, 4 hoch 5. So, welche stehen hier in der Mitte? Hier wieder. Jetzt können Sie wieder rechnen. Also ich kann es... 48. Jawohl. Vielleicht fällt Ihnen bei den Zahlen was auf. Schauen Sie mal bitte, ob Ihnen da was auffällt. Also vor allem bei diesen Zahlen hier. Okay, dann habe ich verstanden. Jetzt geht es weiter mit A1 durch 10, 26. Was kommt hier jetzt am Ende? 4096, glaube ich. Ja. Welche Zahl steht in der Mitte? 2560. Völlig richtig. Fällt Ihnen bei den Zahlen irgendwas auf? Multipliziert sich immer mit 4. Ja, so ein bisschen. Also so ganz Unrecht haben Sie nicht. Das mal 4 ist dem, das mal 4 ist dem und so weiter. Und hier ist es auch so, aber es ist noch mehr. Ja, also das heißt, das mal 4 ist dem, das mal 4 ist dem, das mal 4 ist dem. Aber es gibt noch mehr. Also ich könnte das mal 4 eventuell gar nicht im Kopf rechnen. Vergleichen Sie es mal mit den Zahlen hier. Die beiden Spalten. Sehen Sie es? Die rechte Spalte ist um 10-facher größer. Ja, so ungefähr. Sehen Sie, hier habe ich eine 4, hier habe ich die 40, aber zwei Zeilen drunter. Ja. Hier habe ich die 16, hier habe ich die 160. Ja, das ist irgendwie, alle sind sie durch 10 teilbar und völlig richtig, was Sie auch gesagt haben, immer mal 4. Und es sind genau diese Zahlen mal 10. Ja. So sehen die aus. Wir können vielleicht noch eine Zeile machen. Das ist dann 40, 98. Jetzt muss diese Zahl kommen. 1024 mit der 0 drunter, dann auch noch 1024 mit der 2 plus 1 durch 16.384 minus 1 15. Und so geht es weiter. So, und jetzt schauen wir uns mal diese Summe an. Wobei ich genau weiß, also Sie erinnern sich, ich habe ja eine Zahl habe ich vergessen, nämlich die minus 1. Das heißt, wenn ich da ist gleich schreibe, muss da dann irgendwann mal später die minus 1 davor kommen. Aber zurzeit will ich die da noch nicht haben. Und jetzt schauen wir uns das an, wie die jeweiligen Summen, also welche Werte die Summen haben. Und zwar, wir schätzen die ab. Also die Frage ist, wie groß ist diese Summe hier etwa? Wie groß ist diese Summe hier etwa? Und etwa heißt, ich kann die natürlich explizit berechnen, aber ich kriege da in der Regel keine allgemeine Berechnungsformel raus. Es reicht auch eine Abschätzung. Das heißt, ich schätze dann diese Summe, ich schätze dann diese Summe, diese und so weiter und so fort. Und irgendwann mal kann ich dann den Reihenwert beginnen zu berechnen. Es ist nach Konstruktion klar, dass bei diesem Rechenschema jeder Summand dieser Summe vorkommt. Ja, außer die minus 1 natürlich. Minus 1, die vergessen wir vorerst. Aber außer die minus 1 kommt jeder Summand vor. Sehen Sie das? Ein Viertel, dann ein Fünftel, ein Sechstel, ein Siebtel ist hier unten, ein Achtel, ein Neuntel, ein Zehntel, ein Elftel, ein Zwölftel, ein Dreizehntel, ein Viertel. Und so, es kommt jeder Summand vor. Ja. Die Ungeraden stehen alle in dieser Spalte hier, bis auf die minus 1. Und die Geraden stehen alle in diesem Zahlenfeld hier drin. Und jetzt sage ich, in dieser Reihe hier, in dieser Reihe, da soll jetzt k gleich 1 gelten. Und jetzt überlegen wir uns, wie heißt jetzt diese Zahl hier, wenn k gleich 1 ist. Und hier in der Reihe, da ist jetzt k gleich 2. Hier ist jetzt k gleich 3. K ist quasi die Reihenzahl. Versuchen Sie jetzt mal diese Zahl, die hier hinten steht,
durch die Reihennummer auszudrücken. 1 durch 4 hoch k. Ja, oder 1 durch 4 hoch k. Das ist richtig. Also das heißt, dieses Viertel hier hinten ist 1 durch 4 hoch k. Ich schreibe das ein bisschen weiter nach hinten. So. Das ist also 1 durch 4 hoch 1, 1 durch 4 hoch 2. Also hier unten, hier steht jetzt 1 durch 4 hoch k. So, welche Zahl steht jetzt hier vorne? Wenn hier hinten die Zahl 1 durch 4 hoch k steht, welche steht ganz am Anfang hier? Also das hier, das, 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 was steht hier? 1 durch 4 hoch k bis 2. Ja, fast. Also bitte beachten Sie, dass in dieser Reihe hier k gleich 1 ist. Also das heißt, Sie müssen jetzt hier das k gleich 1 umdenken. Hier an der Stelle ist jetzt k gleich 2. Ne? 1 durch 4 hoch k minus 1 plus 2. Ja, der stimmt. Also das heißt, der erste Summand ist 1 durch 4 hoch k minus 1 plus 2. Das ist der erste Summand. Das ist dieser hier, ja. So, und jetzt hätte ich gerne diesen mittleren Summanden. Der mittlere Summand, der taucht nicht überall auf, also an der Stelle ist es ein bisschen blöd, darüber zu reden. Also eigentlich gilt das erst ab der Zeile 2 gilt das. Bei der Zeile 1 ist der dann noch ein bisschen elend. Ja? Also wie gesagt, wir erinnern uns 1 durch 4 hoch k, dann der hier war 1 durch 4 hoch k minus 1 plus 2. Das ist dieser Summand. Jetzt hätte ich gerne diesen Summand hier. Ja, wie habe ich denn... 1 durch 4 hoch k minus 1 mal 10. Wie habe ich denn den gerechnet? Also es könnte sein, dass es stimmt. Wobei das mal 10... Sie haben zu viel 1 durch und mal 10 weiß ich jetzt nicht. Wie habe ich denn den vorhin gerechnet? Erinnern Sie sich? Ich habe die beiden hier addiert... Und dann durch 2 geteilt und dann noch 1 abgezogen. Ja, weil 1 muss ich abziehen, weil wenn ich durch 2 teile, bin ich hier genau auf diesem Strich, den ich aber gar nicht erreichen kann. Also, jetzt ich schreibe jetzt mal die Nenner auf. Die Nenner. Und der Nenner ist eben 4 hoch k minus 1 plus 2. Hier ist der Nenner 4 hoch k. Die habe ich addiert und durch 2 geteilt und dann 1 abgezogen. So bin ich da drauf gekommen. So, können Sie mir sagen, wie ich diese beiden hier jetzt addiere? 4 hoch k minus 1 plus 2 plus 4 hoch k. Wie kann ich die jetzt addieren? Das sollten Sie wissen. Niveauklasse 9. Also die beiden hier, die kann man addieren. Vielleicht nicht ganz hundertprozentig sauber, aber gehen tut's. Also hier können Sie ein 4 hoch k minus 1 ausklammern. Dann bleibt übrig, hier bleibt einer übrig. Und wie viel bleiben hier übrig? Wenn ich das ausklammere? Jawohl, 4 und dann plus 2, halbe minus 1. Und das hier gibt ein plus 1, fällt mit dem minus 1 weg. Also reicht, wenn ich hier nur ein halbe betrachte. So, und das heißt, das plus 2 ist dann nämlich weg. So, und dann sehen Sie, da bleibt übrig 4 hoch k minus 1 mal 5 halbe. Aber jetzt muss ich es 1 durchdenken. Also das ist 1 durch 4 hoch k minus 1 mal 5 halbe. 5 halbe ist 2,5. Das ist diese Zahl. Also 1 durch 2,5 mal 4 hoch k minus 1. Und diese ist 1 durch 4 hoch k. Gut, jetzt habe ich quasi 3 Summanden festgemacht von diesem Zahlenfeld. Den ersten, den mittleren und den letzten. Den ersten brauchen wir gar nicht. Den habe ich nur deshalb gerechnet, damit ich irgendwie den mittleren Summanden rechnen kann. Jetzt reden wir über die Anzahl. Über die Anzahl der Summanden, die hier auf der linken Seite stehen. Also hier schreibe ich Ihnen gleich mal hin, hier drin sind es 3 Summanden. Ja, das sind 3 Stück. 1, 2, 3. Und hier auf der anderen Seite sind auch 3. 1, 2, 3. Das sind also insgesamt 6 Summanden. Wenn ich jetzt hier zähle, fangen Sie mal an zu zählen, wie viele Summanden sind das hier? Das hier muss ich wieder wegwischen, das brauche ich wieder. Wie viele Summanden sind das? Das müssen 12 sein.
Ja, und sie dürfen jetzt nicht mehr mitmachen. Wie kommt man auf die 12? Außer durch Zählen. Also klar ist, ich kann die zählen. Ja. 18, 20, 22, 24, 28, 30, 40 sind 12. Aber wie rechnet man das aus? Überlegen Sie mal, wie man das rechnet. Also wir haben hier 3 und hier 3 Summanden. Dann haben wir hier 12. Und wie kann man das berechnen, diese 12? 40 minus 18, das ist zu viel, das sind 22. Ja, wie rechnen Sie die 12? Das ist 40, also der Nenner minus den Nenner. Aber jetzt haben wir ja nicht jede Zahl belegt, sondern nur jede zweite Zahl. Und dann müssen wir noch eins addieren, weil wir sonst quasi die eine Zahl rausnehmen müssen. Das kennen Sie von der Anzahl, wie oft man irgendwas durchsägt, kriegt man auch immer einen Teil mehr. Ja? Also 40 plus 18, 40 minus 18 geteilt durch 2 gibt genau die 12. Also das heißt, ich habe hier die 12. Und hier wäre das übrigens genauso gegangen. Ja? Also ich hätte rechnen können hier 10 plus 6 geteilt durch 2 plus 1. Guck mal, ob das stimmt. Stimmt das oder stimmt das nicht? Minus natürlich. Minus natürlich. 10 minus 6 ist 4, geteilt durch 2 ist 2, plus 1 ist 3. Passt also. So, das heißt, da können wir hier jetzt die 12 rechnen. Jetzt rechnen wir mal den hier aus. Wie viele haben wir dann hier? 160 minus 66 geteilt durch 2 plus 1. So, wie viele sind das? 48. Ja, gut. Also, das heißt, wir sehen, wir haben einen Summanden. Okay, der ist egal, die obere Zeile können wir sowieso nicht richtig zählen. 3 Summanden, 12, 48 und dann hier unten sind es 48 mal 3, 48 mal 4, 48 mal 4 mal 4 und so weiter. Das sind die Anzahl der Summanden. Wie gesagt, an dieser Stelle brauche ich theoretisch, um das ganz sauber zu beweisen, wie viele Summanden das sind, muss ich ja mit Induktion machen, da brauche ich diesen ersten und diesen Summanden noch dafür. So, das heißt, wir wissen hier, sind es jetzt drücken Sie das allgemein aus, wie viele Summanden sind jetzt hier und wie viele Summanden sind hier dazwischen. Also denken Sie dran, hier ist es 3, 12, 48, dann war es hier ja 48 mal 4, keine Ahnung was das ist, 48 mal 4 ist 100, 196, 192, kann das sein? 192, 384, keine Ahnung, was das, ne, mal 4 ist es, ja. Egal, also 192, jetzt wird es mir zu groß, das zu rechnen. Und jetzt die Frage, hier haben wir wieder das K gleich 1, geistig streichen. Hier K gleich 2, K gleich 3, K gleich 4. Wie viele Summanden habe ich hier und hier? 3 mal 4 hoch K minus 1. Gut, also das schreibe ich nochmal hin. 3 mal 4 hoch K minus 2 Summanden. Schauen wir nach, jetzt, ob das stimmt. Also hier haben wir K gleich 2, sind 3 mal 4 hoch 0, stimmt. Dann hier habe ich K gleich 3, hier habe ich 12 Summanden, 3 mal 4 hoch 1, K gleich 3, stimmt. Und so weiter. Also das heißt, ich habe so viele Summanden und die sind zwischen dieser und dieser Zahl. Und hier sind es genau gleich viele Summanden, also wieder 3 mal 4 hoch K minus 2 Summanden und es geht bis zu dieser Zahl. Ja, und hier hinten, hier steht jetzt immer eine ungerade Zahl. Können Sie mir sagen, wenn das jetzt die Zeile K ist, welche Zahl, welche ungerade Zahl mit einem Minuszeichen hier in dieser Reihe steht? Also 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4, 9, 5, 11, 6, 13 und so weiter. Das ist dann 1 durch 2 plus 1. Ja, 2k, weil wir kamen, aber es ist völlig richtig. Ja. Gut, so, das merken wir uns jetzt bis hierhin. Und jetzt muss ich einmal die Tafel kräftig wischen. Also, Sie erinnern, nochmal kurz Revue passieren lassen. Wir haben diese Summe genommen und quasi ein Zahlenfeld draus gemacht, in dem jeder Summand genau einmal vorkommt. Die negativen Zahlen standen hier, die positiven Zahlen stehen hier in diesem Feld. Summiert wird immer bis zu einer Zahl 1 durch 4 hoch k.
1 durch 4 hoch k und danach wird eine Zahl abgezogen. So, wir wollen jetzt die ungeordnete Summe, die haben wir hier jetzt in einer Zeile mal aufgeschrieben. Also jede Zeile in der Summe sieht so aus, dass wir 2 mal 3 mal 4 hoch k minus 2 Summanden haben. Die eine Hälfte vor der Mitte, die andere Hälfte nach der Mitte und dann haben wir irgendeinen Summanden dann abgezogen. Und es ist jetzt sicher, dass diese Summe größer, jetzt fange ich an abzuschätzen und jetzt kann ich sagen, jeder dieser Summanden, die hier steht, jeder dieser Summanden ist echt größer als der hier. Das heißt, die Gesamtsumme ist sicher größer oder gleich. Hier habe ich extra die Summanden gezählt. Ja, das sind 3 mal 4 hoch k minus 2. Das sind 3 mal 4 hoch k minus 2 Summanden. Und der kleinste Summand dieser Summe ist der da hinten. Ja, die werden ja immer kleiner, je öfter man summiert, je öfter man da zusammenzählt. Mal 1 durch 2,5 mal 4 hoch k minus 1. Das ist der erste Teil der Summe. Also hier ist quasi diese blaue Grenze gewesen. Ich mache hier mal ein blaues Plus. So, da kommt jetzt hier ein blaues Plus. Das war jetzt der erste Teil der Summe. Der zweite Teil der Summe, da habe ich den kleinsten Summanden hier hinten. Das heißt, da kann ich jetzt sagen, das ist wieder 3 mal 4 hoch k minus 2 mal dem kleinsten Summanden am Ende. Also das heißt, jetzt habe ich die Summe sicher nicht vergrößert, sondern eher verkleinert. Ich habe jeden dieser Summanden als den hier abgeschätzt und jeden dieser Summanden als der hier und kriege dann diese Summe hier raus und ziehe am Ende noch die 1 durch 2k plus 1 ab. Und jetzt fange ich mal an, diese Summe hier zusammenzurechnen. Was ergibt das und was ergibt das? Das sollten Sie können, ist übrigens Niveauklasse 9. Also hier steht, was steht hier? 3 mal 4, also da steht 3 durch 2,5. Ja? Ja, 3 durch 2,5. Und jetzt brauchen Sie hier ein k minus 2, das ist völlig richtig. Das heißt, hier müssen Sie k minus 2 schreiben, dann können Sie den gegen den kürzen. Dafür müssen Sie aber einmal 4 hier unten machen. Also ich schreibe das hier vielleicht nochmal rechts hin. 4 hoch k minus 2 durch 4 hoch k minus 1. Das ist ja das, was faktisch hier steht. Das ist da ein Viertel. Ja, das ist ein Viertel, das heißt, wenn ich das hier kürze, bleibt das Viertel übrig und damit ist diese Zahl, wie Sie richtig gesagt haben, 0,3. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt, die Zahl ist ein bisschen komplizierter oder aber auch nicht. Was gibt denn 4 hoch k minus 2 durch 4 hoch k? Das ist dann 1 Sechzehntel. Also sind das hier? 3 Sechzehntel. Ja. Also steht hier 0,3 plus 3 Sechzehntel. 3 Sechzehntel können Sie rechnen, das ist, glaube ich, 0, ich rechne es mal kurz aus. 3 durch 16, das ist 0,1875. So, und dann ziehe ich noch das hier ab in jeder Zeile. Und jetzt muss ich mal gucken, was die Zeilen angeht. Also sowohl die minus 1 habe ich vorerst mal ausgeklammert, jetzt die erste Zeile haben wir auch ausgeklammert. Sie erinnern sich, also nicht mehr, oder es gilt jetzt nicht für folgende Summanden, was ich jetzt sage. Die minus 1 haben wir weg, die 1,5 gilt es auch nicht, weil wir da zu wenig Summanden hier haben. Also den ersten Teil der Summe, den schreibe ich jetzt einfach mal so hin, plus, oder die erste Zeile gilt, nee, das gilt alles hier für k größer 1, sonst gilt das, wie gesagt, plus 1/4, aber dann spätestens beim Sechstel, ab dem Sechstel können wir das so abschätzen. So, das heißt, wo das Sechstel vorne stand, in dieser Zeile war ganz hinten, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, minus 1/5. Das heißt, diese Zahl hier, die ich hier habe, das habe ich schlecht notiert, das ist mal gleich mal weg. Also es war nicht, das ist falsch. So, es muss so heißen.
diese Zahl hier ist mit Sicherheit eine Zahl, die kleiner ist als ein Fünftel. Wenn ich also hier ein Fünftel abziehe, ja, dann ist das Maximum dessen, was ich abziehen kann. Mehr geht nicht. Und ich habe ja hier ein größer gleich stehen, dann mache ich hier wieder ein größer gleich draus und sage, ich ziehe das Maximum ab, was geht. Das Drittel nehme ich nicht, wie gesagt, weil die habe ich jetzt mal rausgeschoben und ziehe hier ein Fünftel ab. So, das heißt, ich kriege das hier raus für jede Reihe. Außer dem Anfang, den Anfang reden wir noch drüber. Also in jeder Reihe kriege ich einen Wert raus. Also das, was hier steht, ist mit Sicherheit größer oder gleich dem hier. Rechnen Sie das hier mal aus, was das ist. Das müsste diese Zahl hier sein. 0,2875. Jede Reihe ist größer als diese Zahl. Oder größer oder gleich von mir aus. Aber es ist völlig klar, dass jede Reihe auch größer ist, weil ich habe ja überall was verkleinert, beziehungsweise hier habe ich das ja insgesamt als Maximum angenommen. Jede Reihe ist größer als 0,2875. So, jetzt kommt eine Frage von mir. Wenn wir dieses Ding hier aufschreiben, wie viele von diesen Reihen gibt es denn da? So, wenn das unendlich ist und jede von diesen Reihen größer als 0,2875 ist, dann folgt daraus, dass diese Summe, die ich hier hingeschrieben habe, die ist dann größer, die Gesamtsumme, also das ist das, was hier steht, das ist die Summe, oder die heißt eigentlich eine Reihe, das sind ja unendlich viele, die Reihe ist also größer oder gleich. Ich schreibe das jetzt mit Rot hin, weil Sie wissen ja, Rot heißt im Abendverbot Rot und das ist nur bei mir erlaubt. Die Reihe, die ich hier hingeschrieben habe, ist größer oder gleich 0,2875 plus mal unendlich, weil wir unendlich viele von diesen Reihen haben. Und die hinteren Summanden habe ich alle vergessen, die schreibe ich jetzt einfach noch dazu. Ja? Das ist egal, das macht ja nichts aus. Also das heißt, jetzt kommt da vielleicht auch weiter mit Rot. Ich mache es vielleicht mal lieber mit Orange. Das gilt auch als Rot. Das ist für Sie vielleicht besser lesbar. Minus 1 plus 1,5 minus 1 Drittel plus 1 Viertel. Die ersten Summanden habe ich weggelassen. Aber auch wenn Sie die drei schon anschauen, sehen Sie den auch größer als 0,2875. So, wenn Sie diese Zahl hier jetzt ausrechnen, was kommt denn da raus? Also was ist 0, ja, das ist unendlich. Was habe ich jetzt nachgewiesen? Minus eine Zahl ist unendlich. Genau das, völlig richtig. Wir haben vorhin gesagt, da kommt minus ln2 raus. Und hier haben wir jetzt unendlich rausgekriegt. Also habe ich eben nachgewiesen, dass minus ln2 unendlich ist. Ich habe schon immer geglaubt. Es gibt auch übrigens einen Beweis, wo ich mal beweise, dass 0,5 mal ln2 0 ist. Aber egal, was kann man jetzt dazu sagen? Ist unendlich gleich minus ln2 oder ist es das nicht? Also hoffentlich ist es das nicht, das heißt, wir haben auf dem Weg dahin irgendwas falsch gemacht. So ist es und jetzt ist die Frage was? Worin liegt der Fehler? Vielleicht können wir im unendlichen Summen nicht gefahrlos irgendwelche Summanden vertauschen. Völlig richtig. Das heißt, bei unendlich großen Summen gilt das Kommutativgesetz nicht. Das haben wir jetzt hier gesehen. Ja? Weil das müsste ja sonst der Fall sein. Das heißt, bei Reihen, so nennt man unendlich großen Summen, bei Reihen, das ist eine Summe mit unendlich vielen Summanden, gilt das Kommutativgesetz. Gesetz nicht. Also insbesondere bei dieser Reihe gilt das nicht. Ja, das haben wir jetzt nachgewiesen und das heißt, Sie dürfen nicht beliebig tauschen. Was ist denn das Problem von dem Kommutativgesetz, das ich hier angewendet habe? Also an welcher Stelle sorge ich denn dafür, dass es Krusch gibt? Wenn Sie sich das hier anschauen,
dann sehen Sie, da sind insgesamt 6 mal 4 hoch k minus 2 Summanden von der einen Sorte, die ich dann mit einem Summanden der anderen Sorte aufwiege. Ja, und das hier sind halt gewaltig viele. Das sind so viele Summanden, dass ich das beliebig groß machen kann. Und das heißt, ich habe verdichtet, so nennt man das. Ja, wenn man da anguckt, ich habe hier verdammt viele positive genommen und dann wieder eine negative. Dann wieder verdammt viele positive, noch viel, viel mehr und wieder eine negative. Das heißt, das wird immer dichter und was die negativen Zahlen angeht, ist das dann total dünn. Und das ist das Problem. Und weil das eben denkbar ist, diese Idee, und weil da eben so ein Krusch draus kommt, dass unendlich gleich minus ln2 ist, also ich habe Ihnen da unter anderem bewiesen, dass eine Reihe, die immer kleiner als 0 ist, trotzdem unendlichen Wert hat, ja. Das heißt, das geht eben nicht. Das heißt, das Kommutativgesetz gilt nicht bei unendlichen Reihen, es sei denn, sie haben bestimmte Eigenschaften. Also das heißt, das Kommutativgesetz gilt manchmal, aber wie wir jetzt gesehen haben, bei dieser Reihe nicht. Aber bei endlich vielen geht's, ja, das ist klar, weil wenn Sie bei endlich vielen erst, das kennen Sie vom Essen, ja, wenn Sie das Essen bekommen und das Essen teilen in das, was ich mag und das, was ich nicht mag und ich muss alles aufessen und ich esse erst alles das, was ich mag, dann muss ich halt am Ende das, was ich nicht mag, alles reinstopfen und das, was ich mag, ist halt nichts mehr da. Ja, und das geht eben bei Unendlichen nicht. Ja, bei Unendlichen können Sie sagen, ja, jetzt nehme ich mal wieder 6 mal 4 hoch k minus 2 von dem, was ich mag, um wieder einen zu nehmen, den ich nicht mag. Und dann wieder 6 mal 4 hoch k und so weiter und so fort. Also Sie sehen das. Gut, gibt es da Fragen dazu? Und das, wie gesagt, so eine Reihe nennt man, wenn man sowas machen kann, bedingt konvergent. So, halt, so nennt man das. Also das heißt, die ist zwar konvergent, aber es gibt eben auch diesen Fall. Oder die heißt auch Leibniz-konvergent. Das wird Sie dann im Studium vehement beschäftigen, gehe ich mal von aus. Also da macht man dann solche Sachen. Gut, jetzt.